So, hallo, grüß euch, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist unser letztes Wandervideo im Jahr 2022. Heute ist der 31.12. Und wir wollten halt ursprünglich wieder mal woanders hingehen, da waren aber auch so viele Leute, dass wir gesagt haben, jetzt wiederholen wir unsere erste Wanderung, wo ihr vielleicht schon gesehen habt, wo sie der Karin ihre Schuhe aufgelöst haben, schwarzen sie, und da gehen wir heute eine Runde. Wir nehmen euch mit und hoffen, dass der Karin sie ihre Schuhe diesmal halten. Dann würde ich sagen, geht's los. Ja, okay? Ja. Auf geht's. So schaut es dabei noch aus. Brav bleiben. Das ist das Omen vom Schwarzen See. Geht's los. Ich hab's. Jetzt ist gut ausschaut. Ja, gut. Ja, Wahnsinn. Schau, dann können wir sogar im Auto setzen in 2,5 Stunden. Ja. Rund um den Schwarzen See 1 Stunde, Mosel eben 45 Minuten. Wir nehmen rund um den Schwarzen See. Du hast die Strecke fertig. Ich glaube, du spinnst mir ein wenig. Nicht Strecke fertig, Strecke angefangen. Angefangen. Ist mir wurscht. Schau, eine Doppelbahn. Da kann man drauf schlafen. Es scheint sogar die Sonne heute einmal. Ja, herrlich. Da ist er unten, der Schwarzen See. Ja, sicher sind wir voll. Das sind wir letztes Mal so gegangen. Ja. Da sind wir immer ein paar Meter im Stäbchen und haben wir mit dem Schuh wieder gepickt. Den Schuh nachgepickt, ja. Ja. Okay. Ja, weil das war vor 2 Jahren ganz anders. Das war, glaube ich, ein Schoderweg. Nicht richtig ein Schoderweg, eher so den alten Sort Asphalt. Aber. Ein alter Asphalt? Nein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Irgendwas rieche ich. Vielleicht ein Hund, der was da irgendwo hingeschissen hat. Ich wollte sagen, dann Hochzeit schießen, aber heute ist ja der 31. Ja. Was? Wie es jetzt schon überall zugeht. Die Vögel zwitschern schon, wie wenn Frühling wäre. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie die Sackel da raufkommen. Der Wind? Nein. Also ich vermute, dass die Vögel sind. Elster? Das gibt's ja doch nicht. Was? Elster stiebt nur, was glitzert. Ach so. Die Elster. So, wenn nun mal ein schöner Jahresabschluss. Ja. Reißt jetzt aus der Hamm aus und du schaust aus, als wäre ein Gickerl. Voll die Sturmfrisur. Furchtbar. Richtig furchtbar. Ja, da, wo du schaust, stehen sie eh nicht. Die stehen eher auf der anderen Seite. Ja, das wird nichts. Jetzt rupft er hin. Wenn man warm ist, ist man warm. Tropft. Karin hat nämlich ihr Kapperl daheim vergessen, da liegt sehr gut. Schau, Wasser voll auch größer wie der Rinnerberger. Ja.
Beispiel auch. Oh, schaut das mega aus, haben mit den Wolken im Wasser. Ja. Und so. Das schaut mega aus. Was denn? Mein Kreis. Ja, der Kreis, du brauchst nur gerade stehen bleiben. Was du mir rückwärts ziehst. Eieiei. Ja, nur welche Wünsche in den alten Jahren noch? Nein, das weißt du schon. Ich habe eine Modefrisur. Aha. Da nennt man auch einen Berg. Da ist ein Berg, aber kein Gipfelkreuz. Ja. Ist ja kein Gipfel, ist ja nur ein Berg. Schon wieder Baumfilme. Ich muss schnell das aber nicht rein. Was wird der Gesichtsausdruck bedeuten? Das weiß ich noch nicht. Ah, okay. Hey, da liegt wegen nur Schnee. Ja, da liegt nur wegen Schnee. Der will nicht gehen. Sehr geh. Sehr geh, ja. Wo soll ich denn hingehen? Servus. Oh, ist auch schöner zum Fahren da mit dem Radl. Aber da war zumindest der Radl mit, besser weder mit Kupflügeln. Zumindest nicht schlecht. Ja. Die gibt es jetzt am Aufstecken. Weil der hat einen ganz schön braunen Strich. Viele zwischen die Bobacken weg bis auf den Rücken gehabt, bis ins Knack rein. Ja, bei dem wieder. Eisenau, 2 Stunden. Attersee, 2 Stunden. Den kennen wir auch schon. In Salz kann man gut Berge-Seen-Trail. Erst hast du Lore und Almstadl, 20 Minuten. Ja. 806 auch haben sie da dazu geschrieben, schau. Das ist der Schwarze Bach wahrscheinlich, der was in den Schwarzen See reinrennt. Und vom Schwarzen See, was wegrennt, ist wieder der Schwarze Bach. Nein, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Du hast jetzt der Insel. Ja. Und Entchen. Eine Dame und ein Herr Ente. Enterich und die Frau Ente. Das ist auch nochmal ein wenig Hecher, glaube ich. Wie das ausschaut. Ach, keine Ahnung. Mindestens bis da heraus. Schongebiet, Fischen und Baden verboten. Irre. Aber wenn wir da waren. War das alles nur ein See? Das ist jetzt auch nur ein See, aber ja. Der ist halt jetzt nicht ganz so tief. Ja, das war weiter herum. Ja, da hat man keinen so, so einen Strand sozusagen gesehen. Kind, dass man da vielleicht mal ein Apfelchen rausgeben? Ja, okay, auf Zeit. Du hast nicht der 3 Äpfel. Du hast nur einen kleinen von daheim mitgenommen. Mhm. Magst du den? Nein, ich mag den großen. Den kleinen. Du kriegst den großen. Ich mag den großen. Nicht 6 Äpfel, 4 Äpfel sind es. Ja. Danke. Da hat Karin ihr Apfel. Mhm. Ich habe auch eins. Gut. Ja. Was du denn da jetzt gesehen hast, wenn die Kamera da gerade für dich schaut? Ein
Der ist süß. Hätte er gesagt, der ist wach und süß. Bitte zu süß. Nein. Und trinkt den Zucker mit ein bisschen Kaffee und dann ist es Apfelzirs. Das ist eine Bank. Ja, zwei Bänke. Zwei Bänke, wo ich mir aber nicht drauf sitze, weil die nass sind. Wir sind im Stuhl. Ja, wenn gerade keiner. Schießt? Nein, wenn gerade keiner vorbeigeht, ist es angenehm ruhig. Aber das ist überall so. Wenn keiner da ist, ist es ruhig. Ja. Das ist sogar in der Großstadt. Wenn keiner. Ja, das ist in der Großstadt, weil wenn keiner da ist, ist es ruhig. Ja, stimmt. Na ja, siehst du. Ja. Gebe da vollkommen recht. Aber. Hey, da oben ist wieder ein Hütterchen. Habe ich da ein Ober gehört jetzt? Nein, hast du die Test. Ein Klang am Schwarzen See. Ich glaube, das sind voll verliebte zwei. Die sind halt Boden gegangen. Die waren zuerst da drüben, jetzt sind sie da. So, weiter gehen wir. Frau Otto, New York 15. Oh, warte mal kurz. Ja, schau, die schwimmen mit. Die gehen, ja, die schwimmen mit. Ja, jetzt war da unten. Natürlich schaut das im Winter auch ganz anders aus, als wenn es früher oder im Sommer, wenn es keine Blau gibt. Keine Blätter. Trinkbrunnen. Das ist eine gute Idee, Wasser. Oh. Und es ist warm. Das ist ein Köder. Was ist das? Das ist kalt und das ist eher warm da drüben. Das werden wir jetzt austesten. Spinnst du? Bist du mich da verarschen oder was? Für mich war es wirklich so. Das ist wärmer und das ist kälter. Feine? Ja, auch ja gerade, ja. Weil ich habe gerade Hände gewaschen, weil Big Top. Ja, greif eine. Ja, das ist kalt. Ja, und jetzt greifst du eine. Sag mir nicht, dass das wärmer ist. Das ist jetzt kühler. Ja. Vorher habe ich das erste Mal gegriffen, war es da wärmer und da drüben kühler. Du hast das wahrscheinlich, wie du zugegangen bist, hast das du das erwärmt. Wasser warm geworden. Ich glaube, dass ich eine Geheimquelle draus gemacht habe. Oder was? Geheimtherme. Tanten sind uns schon hin. Ich weiß nicht, ob wir geschanken sind zum Foto machen. Die schauen nämlich jetzt so anders aus. Ja. Die keine Platten sind. Ich weiß nicht, sowas ist mir aber auch wenn es genauso gerade dahin geht, so ist es mir trotzdem lieber als wir zuletzt. Der Panoramawegbügel. Ja, stimmt. Der nächste Bach, der was in den Schwarzen See reinrennt.
kommt der Karin. Bin ich schon da. Ich bin gespannt, ob irgendein Gasthaus offen hat. Ja, dann kaufen wir schon ein Bier. Weißt du das? Steffi, ich rede mit dir. Ja? Hast du das mitgekriegt, was ich gesagt habe? Dass du ein Bier nicht kaufen willst. Ja, schau, da könnten wir jetzt auch noch mal runtergehen. Hey, schau, da liegt der Karonski-Masken. Der schwarze Karonski-Masken. Ah, ja. Ja, hat irgendwer wahrscheinlich verloren. Du kannst ruhig einmal ein Foto machen, gell? Ja, ich glaube, was ich vorhab. Nur so zur Info. Ein schöner Panoramablick vom Schwarzensee. Da hat wer Steine und Holz gestapelt. Das habe ich gerade gemacht. Du hast das gemacht? Ja. Nein, nicht ich. Ich habe es gerade fotografiert und gefilmt. Ach so. Ups. Was heißt ups? Angestoßen, Beine. Also, ich vermute da oben. Nein, nicht da oben. Nicht da oben. Da oben. Ja. Machen wir eine Silvesterparty. Und die Wiesen da, da kann man, glaube ich, auf Anfrage sogar campen oder zötteln. Was ich gelesen habe. Aber ich glaube, das steht da vorne. Ja, das könnte man natürlich einmal auch so vereinbaren. Einmal kann man ja Eisen nachgehen. Ja. Zwei Stunden. Dass man sich da ein Lager aufbaut, ein Zelt aufbaut. Und einfach der Eisen auch raufgeht. Ja, gut, Zeltplatz geschlossen. Der Grundeigentümer. Aber im Sommer kann man sich da. Was ich weiß. Da zötteln. Schön, so hinten. Gell? Ja, der ist voll schön. Das ist eher neu gemacht. Vom Holz her. Ja, der hintere Teil ist neu wahrscheinlich. Ja. Das ist einfach angeschliffen worden. Ich will schon fast sagen, bist du mit dem Stadenfilmer. Ich habe auch das Wasser gefilmt. Ja, passt eh. Ja, 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 ja. Und ich tue nicht filmen. Wollte gerade sagen. Geh wegen zu, weil dass die nicht zusammenfahren. Ich sag, die fahren auch da auf zu der Hütte. Ja.
eine große Kamera mitnehmen können. Eigentlich waren wir woanders gewesen, da war die große Kamera nicht geeignet gewesen. Das war ja spontan, was wir da heute in Angriff genommen haben. Aber es passt ganz gut. Weil ich wollte da sowieso noch mal her. Irgendwann einmal und das verfilmen. Weiß einfach. Schön ist da. Dann wieder was ändert. Das sieht man, wir müssen jetzt dann da raufgehen. Zuerst sind wir da hinten da oben gegangen. So haben wir. Grüß dich, Karin. Hi. 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 Bier vom Fass. Wo ist das Bier? Das hilft mir gerade im Moment auch nicht wirklich was. Kannst du eigentlich nicht wirklich. Also da, wo wir jetzt gerade gingen, da waren schon lange Karin ihre Schuhe am Ende. Weil wir sind 10 Meter vom Auto ausgestiegen und nach 10 Metern hat sich schon die Sohlen aufgelöst gehabt. Dann bin ich dann nochmal zurück vom Auto und hab das Klebeband umgepickt. Und ganz am Schluss da drüben? Da haben wir aber gewaltig gebiegt, weil dann hat sich wirklich die halbe Säule unten komplett dann aufgelöst. Ja, da drüben da. Ich habe nicht vergessen, da wo wir jetzt Ende haben, haben wir letztens angefangen. Und wir sind dann natürlich die ganze Runde, was ihr gerade gesehen habt, natürlich mit den kaputten Schuhen gegangen, weil was hätten wir denn da sollen? Hilft ja nichts. Weil was mir schon aufgefallen ist, da rundherum gibt es so gut wie keine Mülleimer. Nein. Oder die werden wieder aufgestellt. Kann auch sein. Das. Ich weiß es nicht mehr. Weißt du, wenn sie zu sterben sind. Ich weiß nicht, ob das nicht so Metallständer waren mit Sacken drinnen. Ja, aber auch nicht wirklich. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Aber es ist mir aufgefallen, dass da jetzt zumindest kein einziger wo war. War es eh nicht so, dass ich was zum Wickel schmeißen gehabt hätte. Eigentlich sollte ein da meterhohe Schnee sein. Um die Jahreszeit. Ja, eigentlich. Und wir sind auf. Also schauen. Wir sind auf 740 Meter. Das wird im Normalfall. Da der Schnee liegen. Schon ein Schnee liegen. Eigentlich. Eigentlich geht man im Sommer so, dass man über im Schatten geht. Ja, aber jetzt sind wir. Und im Winter geht es halt eigentlich so, dass man in der Sonne geht. Aber macht's. Wie wir heute in der Früh weg. Was heißt in der Früh? Naja, um 10 Uhr. Jetzt sind wir weggefahren. Da ist eigentlich gering. Also nicht gering. Nur ganz kurz. Ganz kurz tröpfelt. Kriegt nicht. Wir kommen jetzt schon Richtung Parkplatz. Folgedessen sind wir am Ende von der kleinen Wanderung. Rund um den Schwarzen See. Schön war's. Wenn euch das gefallen hat, Abo oder Like, freut uns immer wieder. Und das war's auch mit unserem letzten Video für das Jahr 2022. Zum zuletzt hochgeladenen Video kommt sie da. Und für dich automatisch ausgewählten Video da oben. Danke und Servus. Sag Tschüss, Karin. Tschüss, Karin. Und meine Schuhe haben ausgehalten. Ja, sehr gut. Ha.